Rennen ist abgeläutet. Das Rennen ist abgeläutet und wir haben ein fahrerloses Pferd. Vorsicht bitte, das Tor bitte geschlossen halten auf der Stallausfahrt. Wir haben ein fahrerloses Pferd. Und wir haben mit Jan Thijs de Jong den Helden des heutigen Renntags, den wir jetzt gekürt haben, denn der hat während der Fahrt das fahrerlose Pferd eingefangen. Das hat außer ihm, glaube ich, bislang kaum einer geschafft, zumindest nicht im halben Renntempo. Herzlichen Dank, großes Dankeschön an Jan Thijs de Jong für diese durchaus auch artistische Einlage, dass er hier wirklich dieses fahrerlose Pferd einfangen konnte. Und wir hoffen jetzt mal, dass auch André Bakker nichts passiert ist, der da am 1000-Meter-Pfosten unfreiwillig aus dem Sulky musste. Zumindest ist er auf den Beinen und wird jetzt von der Rennleitung in Empfang genommen. Und dann werden wir klären, ob das Ganze mit oder ohne ärztliche Hilfe bei André Bakker weitergehen kann. Also großes Glück hier, zumindest was das fahrerlose Pferd dann gegen Quarter Session rechtzeitig eingefangen worden von Jan Thijs de Jong und André Bakker bei der Rennleitung.